So. Dann verlore ich mal wieder. Mach das. Übertreib es nicht. Komm lieber nach Hause. Zu Hause ist es viel schöner. Schnarrs on heel. Schnarrs Schnarrs on on hier. heel. Schnaps und ein Bier. Das könnte ich jetzt auch vertragen. Ja, ne? Bier haben wir. Hey, ich könnte ein Bier trinken. Aber noch nicht jetzt. Wird leider spät heute. Ich weiß. Bin ich gar nicht schön. Überhaupt nicht schön. Muss ich mir allein mein Essen machen. Dem Wauzi wird das auch nicht gefallen. Ich hab's ihr noch nicht gesagt. Sie weiß doch nichts von ihrem Unglück. Sie fragt mich nur, was der Hund gerade macht. Es klang gerade nicht mehr nach Ohrknabbern. Also ich weiß gar nicht, ob ich noch den VIP-Store-Status habe. Ich habe nämlich eigentlich nicht erneuert. Gott, hakt das hier in diesem Kaff. Es wird mir zumindest nur angezeigt, aber. Würdet ihr mir bitte für eine Minute eure Okay, Zeit schenken? oder hat sie es doch erneuert? Was kann ich Oder. für euch tun? Bis später, Frisches. Ich finde es gerade einfach seltsam, dass ich. Na gut, ich will mich nicht beschweren. Wahrscheinlich hat es sich diesmal automatisch erneuert. Was ich jetzt zwar nicht so toll fände, aber egal. Okay. Ja gut, Schlüssel habe ich sowieso noch nicht. Wobei, jetzt würde ich es, glaube ich, auch erst machen, wenn wir genug haben. Warte mal, C. Wie viel haben wir denn im Geldbeutel? Oh, okay. Ich glaube, ich war gerade erst shoppen. Ich möchte es aber gerade mal wissen. Okay, Lotro schon. Ah, doch, jetzt öffnet er sich. Wollte gerade sagen. Nee. Dann darf ich das jetzt trotzdem machen, obwohl ich. Oh, okay, heute ist der letzte Tag tatsächlich. Bezahlung. Okay. 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 Gut. Ja, lass ich mal so gelten. Lass ich mal so gelten. So, wir saßen ja beim letzten Mal im Nebelgebirge. Heißt für uns heute, wir mal lochen so richtig. Was ist da? Okay. Mitbringt. Wollen die auch irgendwie. Skalaton. Ah, nee, das ist. Okay. Okay, gut. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nicht das geringste gesagt. Wir wollen einmal da vorne wieder hin und hoffen, dass wir irgendwie uns hier wieder wegporten können. So, denn bin ich blind? Da ist der Schwarzteilmeister. Danke, ich bin Ich blind. grüße euch. Breland, Ettenöden, Trollhöhen, Ritluin. Ach ja,
Wartet, war dann nicht, dass wir Torins Halle da einmal besichtigen wollten? Ja, genau. Okay. Ich erinnere mich wieder. Das ist der Grund, weswegen wir hier sind. Dann einmal Eredluin, Torins Tor. Danke. Warum kriege ich... Na gut, es passt so platt. Du? Ah ja, gut, hier sind wir. Dann muss ich verstehen, warum die hier so. Viel verlangt, dass ihr mir zuhört? Das ist eine 40er Aufgabe. Oh Gott. Das ist eigentlich nicht der Grund, weswegen wir hier sind. Ich werde jetzt hier in dem Gebiet auch keine neuen Aufgaben annehmen. Außer sie gehören zu dem der Questreihe. Okay. Ich weiß nicht, wo der Kerl ist. Und scheiße, ich weiß es wirklich nicht. Nee, von Torenzelle weit im Westen. Also das Ding hat hier reingezeigt. Also irgendwo wird Jualin hier sein. Natürlich auch hier nicht angezeigt. Marlin. Da. Hi. Seid gegrüßt. Bilbo Beutlin? Der alte Schurke Beutlin? Diesen Namen habe ich schon eine Ewigkeit nicht mehr gehört. Er möchte also wissen, welchen Eindruck ich von Bilbisdorf hatte. Nun, keine guten. So viel ist sicher. Überall diese Peitschen, der Gestank, die Bilbisse, diese schrecklichen Lieder, die sie immer gesungen haben. Alles in allem ein ganz grauenhafter Ort. Das Schlimmste war, als Dori, unseren Meisterdieb in diesen Tunneln verloren hatte und Gandalf ihn aufforderte, zurückzugehen, nach ihm zu suchen. Da sind wir beinahe verzweifelt. Dann tauchte er plötzlich aus dem Nichts so quicklebendig wieder auf. Oh, das war ein seltsamer Tag. In der Tat. Warnins Sorge. Bitte schenkt mir Gehör. Ah, okay. Ja gut, da wir sowieso ins Nebelgebirge müssen. Seid gegrüßt und schenkt mir doch bitte einen Augenblick eurer Zeit. Ich habe eine Bitte, die vielleicht etwas ungewöhnlich klingen mag. Vor langer Zeit zog ich mit Thorin und seinen Gefährten durch das Nebelgebirge. Wir gerieten in diesen Eingang einer Höhle und diesen Berg in Schwierigkeiten und fanden uns in einem schrecklichen Ort wieder, der voll von Bilwissen war. Ich fürchte, dass die Bilwissen nicht nur hier im blauen Gebirge, insbesondere in Sanur wieder stärker werden, würden sich in ganz Mittelerde zusammenrotten. Ich habe Berichte gehört, denen zufolge ein Freund aus derselben Gruppe sich derzeit in diesem Gebiet aufhält und hoffte, ihr könnt ihn aufsuchen und ausfindig machen, ob er in Bezug auf die Bilwisse etwas gesehen hat. Sein Name ist Gloin. Ihr findet ihn in seinem Lager in den westlichen Ausläufern des Nebelgebirges, weit im Osten von hier, jenseits der einsamen Länder und der Trollhöhen. Sucht ihn auf und warnt ihn vor dem veränderten Verhalten der Bilwisse hier. Wie gesagt, da wir ja eh im Nebelgebirge unterwegs sind, juckt uns das herzlich wenig, ob wir das jetzt annehmen. War alles andere würde ich so jetzt nicht machen. War hier noch nie großartig drin, ne? Torins Halle.
Gehen wir von aus, dass das Thorin darstellen soll. Gemütlich. Weil die Zwergenhallen sind nicht meins. Bleib lieber bei den Elben. Ist ja eigentlich so kalter Stein. Wälder habe ich dann doch lieber. Da müssten wir eigentlich wieder zurück nach Bre. Seid gegrüßt. Und Breland Schlucht. Mussten wir nicht auch nach Schlucht? In Archet. Archet ist doch bei Schlucht, oder? Machen wir einfach mal. Ja, da ist Archet. Okay. Dann einmal in die Richtung. Nördliches Schluchtertor. Ich glaube, hier fängt man an, wenn man als Hobbit oder Mensch spielt. Meine ich. Oh, diese Felder sind schön. Weite Felder. Die haben was. So, Atli. Wo bist du, Atli? Okay, ich glaube, das Dorf hier hatte auch schon mal bessere Zeiten erlebt. Nee, du bist schon Farnbach. Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Eine Stufe 5 Quest, die golden ist. Nö. Einfach nö. Hi. Hallo. Ihr habt einen langen Weg auf euch genommen, um mich zu sprechen. Was ist so dringend, dass es euch hierher geführt hat? Ich kann es eurem Gesicht ablesen, dass es keine Lappalie ist. Wie bitte? Ich hätte nicht gedacht, dass ich den Namen Zaudru noch einmal hören würde. Sie ist eine grausame und verderbte Königin und wir standen uns nur einmal gegenüber. Doch die Erinnerung daran ist böse. Sie darf die Höhen unter Heligrod nicht unsicher machen, denn eines fernen Tages wird sie mit ihrer Brut hervorkommen und ganz Mittelerde überschwemmen. Oh Gott, wenn es um Spinnen geht, bin ich echt immer so ein bisschen... Also Spinnen sind somit das Schlimmste in Videospielen. Und sie werden halt auch immer so realistisch dargestellt. So, nee. Ich kann die Viecher nicht sehen, ich kann sie nicht hören. Die Sprache, wie Spinnen dargestellt werden, ist genauso schlimm. Das ist, oh, es ist furchtbar. Ganz, ganz furchtbar. Wenn ihr bereit seid, die Waffen gegen diese widerwärtigen Gegner zu erheben, lasst es mich wissen. Ich weiß nicht, lasst euer feiges Antlitz hier nicht wiedersehen. Bleibt einen Augenblick. Ja, ich habe vor, gegen sie zu kämpfen, aber... Ja. Ne? Aber halt. Das ist gut. Erledigen. Wo mussten wir denn jetzt hin? Nein. Das sind die Quests.
War hier nicht nur irgendwo was? Oder war das... Hier hinten war noch was. Entfernte Verwandte. Aber nach Vorochel kommen wir halt gerade noch nicht. Kommen wir erst noch hin. Warte mal. Lange Haare kann ich zurzeit nicht ab. Einsame Lande hätten wir hier tatsächlich noch. Das ist diese Herberge. Okay, ganz ehrlich, ich breche das einmal ab. Da weiß ich halt nicht, wo es ist. Gut. Eridluin. Dvalins Sorge. Okay, ja gut, da müssen wir erstmal hin. Das müssen wir noch machen. Wir machen mal kurz alle anderen Quests hier raus. Das war Garvin. Ja, das wäre halt sinnvoll, wenn wir den Ruf ja erhöhen wollen. Das ist der einzige Grund, weswegen ich die Dinger noch drin lasse. Am Ostufer des Evendimens nördlich der Nordhöhen. Burger. Okay, wöchentliche Missionen. Huch. Nee, so weit raus wollte ich dann doch nicht. Wenn denn da müssten wir hin. Für beides. Kann ich von hier aus reisen? Wahrscheinlich nicht. Mithrihändler, ja, hi. Gut, dann reise ich von Schluchtammer aus. So dass wir nach Eventem nochmal gucken und die beiden Sachen abgeben. Ja, dann ist das zumindest weg. Gibt zwar auch keinen Ruf, aber. Hey, egal. Machen wir trotzdem. Wir haben eindeutig zu viel im Questlog. Gehör so zu den Menschen. Es ist mir egal, ob ich volle Questanzahl habe. Ich darf nur nicht so viel in verschiedenen Gebieten haben. Ansonsten weiß ich immer nicht, was ich machen soll. Also, wie ich das abarbeiten soll. Da bin ich ein bisschen komisch bei. Durch das ist Stallmeister. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Dann bitte einmal nach Südbree.
Jetzt schon wohl keine Schnellreise zu sein. Ist wohl normale Reise. Aber auch in Ordnung. Stadel. Leuchtende Quests. Das sind jetzt halt wirklich keine Sachen, die ich jetzt explizit nehmen würde. Nur weil sie leuchten. Möbelt er da gerade im Fahrrad? Okay. Soll er mal sich seine Füße anhauen. Rathaus von Brea. So, hier waren wir ja erst von einer halben Ewigkeit. Es gibt tatsächlich keinen. Ja, in die Ettenöden gibt's. In die Ettenöden will ich nicht. Okay. Ich hab keine Wahl. Ich gebe den letzten finde ich, gebe ich da aus. Da ist er. Halt, stopp. Ein grauer Schatten liegt auf meinem Herzen. Ihr kommt von Glorfindel? Nun, dann heißt ihr euch herzlich hier willkommen. Es ist eine große Ehre, den Boten eines solch berühmten Elben zu empfangen. Erchil, sagt ihr, diesen Namen habe ich noch nie gehört. In diesem Land kommen nur wenige Elben. Und bei den wenigen handelt es sich meist um Durchreisende, nicht um Einwohner. Aber es könnte trotzdem... Ich habe Geschichten über eine seltsame Lichtung am Nordwestufer des Sees gehört. Am Ufer ist es in diesen Tagen gefährlich. Aber man sagt, dass die Lichtung anders ist. Wenn irgendwo am See eine Elbin lebt, dann kann sie sich nur auf oder in der Nähe der Lichtung aufhalten. So. Seht dort nach, wenn ihr wollt. Aber gebt auf euch acht. Ja, aber ich will da ja eigentlich gar nicht hin. Ich will ja eigentlich weg. Gut, Decke. Du kriegst jetzt hier mal nach oben hier. Und besser. Oh, das wäre dann halt wieder da ganz hinten. Kann ich die Questreihe nicht einfach abbrechen? Ich hätte jetzt eigentlich nicht geplant, dass ich hier jetzt noch so ein ewig rum Eier weiter. Ich möchte eigentlich weiter in die Nebelgebirge. Naja. Hi. Könnte ich einen Augenblick mit euch sprechen? Nee, du bist doch nicht. Wer denn? Hier. Was ja. Benötigt ihr? Was habt ihr da? Ein Brief von Aragorn? Lasst ihn mich sehen. Wie sagtet ihr, ist euer Name? Etariel, tut mir leid, aber diese Nachricht reicht nicht aus. Grabräuber haben die Gräber von Anuminas geplündert, um das Erbe der Dunedain zu rauben. Dies könnte eine Fälschung sein, die unsere Wachen ablenken soll. Nein, ich fürchte, ich kann den Worten dieses Briefes keinen Glauben schenken. Wie kann ich wissen, ob ich euch trauen kann? Taten sind es, nicht Worte, die für mich entscheidend sind.
Ja, gut. Was benötigt ihr? Nö. Will ich nicht. Lass mich. Nehme ich nicht an. Ich kümmere mich halt um die ganzen ausgelassenen Sachen nur, wenn wir uns dann wirklich um den Ruf kümmern. Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit stellen? Vielleicht. Aber das gab ja, glaube ich, auch noch nicht mal Ruf. Ich glaube, das war ja nur... Ja? Wie kann ich zu Diensten sein? Wieder von der Numinas da. Hat er überhaupt schon was? Glenn, Eldin, alle. Okay, gut. Er ist der Hafen da oben. Ja. Damit sie weiß, wo wir jetzt hinreisen dürfen. Was benötigt ihr? Auf und spitz. Ihr seid übrigens Halsabschneider für den Preis, den ihr da haben wollt. Wie kann ich euch zu Diensten? Lofinde, es ist eine Ewigkeit her, dass ich ihn zuletzt gelesen habe. Ihr bringt viele Erinnerungen zurück. Ich habe viele Schlachten für mein Volk geschlagen, aber schon vor langer Zeit mein Schwert niedergelegt. Diese Entscheidung traf ich mit Bedacht. Auch Glorfindels Nachricht wird mich nicht umstimmen. Ich danke euch dafür, dass ihr mir Glorfindels Einladung überbracht habt. Aber ich denke, ich werde nicht nach Imladris kommen. Gut, und es gibt doch keiner. Die sind hier Stufe 50? Oder waren sie vorher schon Stufe 50? Waren doch vorher niedrigere Gegner, oder? Ich will ja mal was gucken. Ja, 37. Okay. Ich dachte gerade schon. Einmal nach Bruchtal jetzt. Weil dann können wir uns jetzt wieder ums Nebelgebirge kümmern. Was ich aber rausnehme, ist das Vorwort. Oder? Da haben wir... Haben wir das Epos schon fertig, Band 1? Sind wir mit Buch 1 jetzt fertig? Tatsache.
Das heißt, dann müssten wir ja tatsächlich... Und gut. Bombardier. Ja, okay. Dann sind wir tatsächlich mit Buch 1 fertig. Gut. Ich verstehe. Oder auch nicht. Das bleibt jetzt abzuwarten. Aber Fakt ist, das mache ich halt echt noch nicht. Das ist zu weit entfernt. Okay. Ja. Eines spricht mit Bilbo Beutlin. Okay, das können wir auf jeden Fall einmal machen. Bilbo Beutlin sprechen. Was da? Mego Wannen. Ja. Habe ich irgendwas verpasst? Okay. Hör auf zu haken. Okay, bin jetzt trotzdem so leicht verwirrt, aber... Gut. Dachte, das erste Buch geht noch etwas länger. Reland, einsame Länder, Nordhöhen. Vollhöhen. Fragt euch in das Nebelgebirge. Okay, es geht auf jeden Fall noch weiter mit Buch 6. Das ist dann Angmar. Ah, okay. Das heißt, wir müssten dann sowieso einmal nach Angmar reisen und da würde das dann weitergehen. Angmar. Yharnam. Okay. Okay, okay, okay. Man muss das ja erstmal durchblicken. Eposband 2. Eposband 2 ist dann aber schon wieder... Ah. Ich habe mich nämlich gerade so... Okay, Eposband 2 wäre dann Moria. Also ich will erstmal Band 1 komplett durchmachen. Das sind dann 15 Bücher. Okay. Die Liste lasse ich auf jeden Fall mal offen. Aber natürlich will ich erstmal das Nebelgebirge soweit fertig machen. Ich weiß natürlich auch, dass wir dann wahrscheinlich komplett überlevelt sein werden. Och, das ist Pumpe. Guten Tag. Ihr habt also Dwalin und Gloin gefunden? Das ist gut. So, Dwalin war also von meinem Wiederauftauchen nach der Flucht aus dem Bilbisdorf beeindruckt. Nun, das wäre nicht passiert, wenn ich nicht in diese verflixte Höhle von Gollum gefallen wäre und dort wieder rausgefunden hätte.
Ein Jammer, dass diese Gollum-Kreatur den Leuten des Elbenkönigs entkommen ist. Okay, wir können jetzt hier... Effekt, Krankheit. Und was ist das hier? Furcht. Ja, komm, wir nehmen mal das hier. Bleibt doch und nehmt etwas Tee. Ich bitte euch wirklich ungern darum, Aldaria, aber es gibt da noch einen Ort, den ihr für mich aufsuchen müsst. Der Weg dorthin ist ziemlich gefährlich und ich bin nicht sicher, ob ich euch wirklich darum bitten soll. Andererseits ist es ein äußerst wichtiger Ort, an dem der ganze Schlamassel begann. Tief unten in Bilbesdorf gibt es eine Höhle. Die habe ich bestimmt schon einmal erwähnt. Dort lebte einst eine elende Kreatur namens Gollum. Gandalf sagt, er sei irgendwie mit den Hobbits verwandt. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Na jedenfalls hätte ich gern, dass ihr die Höhle für mich findet und eine genaue Beschreibung anfertigt. Ich bin damals bei meinen Abenteuern mit Thorin und dessen Gefährten nur aus Zufall dort hineingestolpert. Aber vielleicht solltet ihr mit Gandalf den Grauen und meinem Neffen Frodo sprechen. Sie könnten einige Vorbehalte bezüglich dieses Unterfangens haben. Könnten sie? Ist das so? Waren die nicht auch hier irgendwo in diesen heiligen Hallen? Waren die da drin? Oder waren die draußen? Nee, die waren hier drin, okay. Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Onkel Bilbo ist ein lieber alter Hobbit und stolz auf sein Abenteuer. Aber ich glaube, dass er bis heute nicht genau verstanden hat, wie schrecklich diese ganze Sache ist. Gollum ist unterwegs und sucht nach etwas, das er einst besessen hat. Wenn er in diesen Ort geht, dann hoffe ich nur darauf, dass er nicht auch dorthin zurückgekehrt ist. Warum stört ihr mich? Ja, Entschuldigung. Wohin will euch Bilbo schicken? Auch wenn Gollum nicht länger in dieser Höhle lebt, bedeutet das noch lange nicht, dass es dort sicher ist. Um dorthin zu gelangen, müsst ihr durch die Reihen der Bilbisse im Bilbisdorf. Was hat er euch über seine Begegnung mit Gollum erzählt? Nichts, das ist gut, denn die Einzelheiten dieser Geschichte solltet ihr auch besser gar nicht kennen. Wenn ihr glaubt, der Aufgabe gewachsen zu sein, kann ich euch nicht daran hindern, aber ich warne euch davor. Und wir dürfen wieder mit Bilbo sprechen. Aber ich befürchte, dass wir da trotzdem runter müssen. Egal, was wir jetzt hier erzählen oder erzählt bekommen. Wir müssen da trotzdem runter. Wie ist das Wertebefinden? Ihr seid also zurückgekehrt. Das bedeutet, dass ihr mit meinem Neffen und meinem Freund Gandalf gesprochen habt. Sie sind nicht begeistert davon, dass ihr zu Gollums Höhle reist. Nun, das kann ich ihnen kaum übernehmen. Aber ich muss einfach wissen, was aus diesem Ort geworden ist und wie man dorthin gelangt. Guten Tag. Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Willst du denn etwa alleine runterreisen, oder was? Nachdem du weißt, wo es ist. Und nichts, was wir gebrauchen könnten dann. Gollum und seine Höhle sind sehr wichtig für mein Buch. Und deshalb muss ich mir über die Einzelheiten einfach sicher sein. Ihr könnt nicht vielleicht den alten Schurken finden, oder? Nein, das käme natürlich nicht in Frage. Nun ja, ich bin nicht sicher, wie ich es geschafft habe, in eine der tiefsten Höhlen von Bilbisdorf zu fallen. Aber wenn ihr das herausfinden und meine Erinnerung bestätigen könntet, wüsste ich das sehr zu schätzen. Ich kann mich noch genau erinnern, dass da ein großer See in dieser Höhle war. Ich weiß, dass Gandalf und Frodo das sie gut finden, aber ihr würdet diesem alten Hobbit eine große Freude bereiten, wenn ihr das für mich erledigen könntet. Dem. Arschkarte gezogen. Wir dürfen da dann hin. Das. Toll. Das ist so der letzte Ort, an den ich hin möchte in diesem Spiel. Wirklich der aller letzte Ort. Ich sterbe jetzt schon. So, hier war jetzt nichts weiter, ne? Dann wieder ins Nebelgebirge. Kriegen wir hin.
vorne und dann nach oben.